Moin! Diesmal ein bisschen anderes Video, kein normaler Vlog. Nein, wir machen so ein Daily-Vlog-Ding hier jetzt draus. Und zwar geht's für mich nach Olten zu Case. Werdet ihr im Titel schon gelesen haben, wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail schon gesehen haben. Wir kriegen den neuen Puma vorgestellt. So, 2 Stunden, 4 Minuten fahre ich, nicht nach Olten, sondern bis nach Bad Fallingbostel. Da treffe ich mich mit einem Pappenheimer, nämlich dem Hobbyknebel. Ja, wir beide fahren zusammen zu Case. Ich hoffe, ich komme heile an. Mein Auto macht ein bisschen Probleme. Ich habe keinen vollen Tank. Diese Rückleitung ist neulich abgeflogen. Die habe ich ein bisschen raufgesteckt. Deswegen habe ich da 2 Zangen einfach mal mit. Kofferraum ist voll. Auto absolut nicht aufgeräumt. Ja, vorbereitet wie ein Meister. Naja, drückt mir Daumen, dass wir heile ankommen. Wir sehen uns wieder, wenn der Hobbyknebel hier zusteigt. Also, bis später. Wo bist du denn jetzt? Da! Er ist da. Beide Kameras aus sich gerichtet. Junge, Junge, Junge. So, jetzt müssen wir hier erstmal aufräumen und dann fahren wir mal nach Olten. So, wir sehen uns bei Case. So, Monetarisierung, ne? Wir wollen das ja mitnehmen, deswegen. Hobbyknebel und ich sind heute bei Mara Wedemeyer. Die neuen Case testen. Das hier ist ein 260. Und der Hobbyknebel ist gerade am Fahren. Ich will den aber gar nicht weiter in sein Video mit reinschuppeln. Deswegen, wir sehen uns, wenn wir wieder hier aufs Gelände rauffahren. Dann gucken wir uns noch ein Magnum, Optum. Magnum? Magnum heißen die doch. Der ja, Dicke? Du hast Magnum gesagt. Magnum. Egal, wir gucken uns alles an, was da steht. Da stand auch ein dicker Fan mit Zwillingsbereifung. Halte ich auch mit rauf. Wir sehen uns da. Ich habe mir Franz organisiert. Franz ist unser Berater hier, sag ich mal, für den neuen Puma 260. Wenn ihr aus dem Let's Drive Video kommt, werdet ihr die erste Neuheit hier schon gesehen haben. Hier haben wir eine schöne Werkzeugkiste drin. Muss man natürlich richtig aufmachen. Da meinte ich vorhin schon, Vertrauen ist nicht so groß gewesen. Die ist leer. Aber das ist ein geiles Ding. Da unten haben wir noch einen Wassertank. Wofür ist der? Frischwassertank. Frischwassertank. Zum Hände abwischen. Den dreckigen Porsche. Genau, dafür meine ich zum Beispiel. Na? So, jetzt geht's hier los. So geht er, so. Ja. Genau. Ja, und ansonsten gibt es hier einige neue Sachen. Ich glaube, der Bildschirm, der sieht auch irgendwie erneuert aus. Genau. Der ist schön schwenkbar hier bei dem Joystick, da meinte ich vorhin auch schon, ist mir im Let's Drive aufgefallen, der liegt super in der Hand. Hier oben haben wir neue Knöpfe, die sind frei belegbar, ist das gleiche wie hier. Das kenne ich von John Deere, iTech. Und ansonsten gibt es einiges Neues zur Federung zu sagen, ne? Musst du einfach genau alles nochmal wiederholen, was du gerade eben hast. Das war gerade ein super Probelauf, danke dir. Genau, also der Schlepper verfügt auch über das AVS Federungssystem, die Advanced Vehicle Suspension. Was eigentlich nur im Endeffekt heißt, wir haben hier eine intelligente Vorderachse, die die ganzen Einschläge, die sie schon sagen wir mal, aufnimmt, gibt sie gleich an die Hinterachse weiter, dass die Kabinenfederung schon vor dem Einfahren in ein Schlagloch zum Beispiel gegenfedern kann, dass man unter dem Fahren somit immer weniger von den Unebenheiten mitbekommt, was zu einem deutlich besseren Fahrgefühl führen soll und ob es das auch tut. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das hatten wir gerade eben auch schon. Ich war da hinten. Da hatte ich einmal dem Puma gezeigt, wie er da mit dem Anbaugerät über euer kleines Hindernisding rübergefahren ist. Ja. Und das sah auch schon geschmeidig aus. Da wollen wir gleich auch noch mal eine Runde drehen. Und was ich auch besonders finde, beziehungsweise ich als John Deere-Fahrer kenne das so nicht, der hat hier so eine ich weiß gar nicht, ist das nur dieses Adapterstück, was das ist, oder ist das speziell an dem Trecker, dass der diese Bremsautomatik hat? Nee, das ist vom Trepper, vom Schlepper selber. Dieses Adapterstück bedient nur unser
Zeige. Ah, das Manometer. Unser Zeigemanometer, genau. Genau, das ist diese eigenständige, diese vorausgehende Sicherheitsbremse von Case. Die hat folgenden Auftrag eigentlich: Sollte der Anhänger zu dolle den Trecker anschieben, dass das Gespann nicht mehr komplett gestreckt bleibt, kann hier der Schlepper eigenständig ohne eigene Fußpedalaktivierung kann hier den Trecker, den gezogenen Anhänger anbremsen, sodass das Gespann immer schön gestreckt bleibt, was auch den Fahrer, sage ich jetzt mal, entlasten soll. Es ist vor allem bei schweren Anhängern oder auch bei Hängen merkt man das sehr, dass einen der Schlepper hier schon unterstützt. Genau. Das meine ich so, das ist so, weiß ich nicht, finde ich besonders, finde ich ganz cool gemacht. Ja. Also vor allem wirklich, das merkt man auch und sieht man normal auch unterm Fahren, wenn man hier wirklich vom Gas runter geht, man hat ein bisschen ein Gewicht hinten dran, was schiebt, sieht man ja, dass der Schlepper schon teilweise bis zu einem halben Bar oder einem Bar Bremsdruck auf den Anhänger ausübt, was wirklich schon zu einem angenehmen Gefühl eigentlich beisteuert, genau. Jawohl. Und was auch noch nice ist, oder beziehungsweise neu, hat hier Hobbyknebel auch gesagt, das hatten die anderen nicht. Willst du mal raufdrücken einmal? Natürlich. Kannst du so schön das Lenkrad runterfahren. Das, finde ich, sollte eigentlich jeder Trecker in jeder Klasse haben. Das ist so viel entspannter. Das einzige Manko, ich bin ja kein Case-Fahrer, aber ich kenne das immer in den Videos. Naja, ne? Hier vorne war sonst immer so ein kleines Fach, was quasi durch die Lüftung entweder gekühlt oder, ja gut, im Winter wird es dann halt warm gehalten. Mhm. Hier haben wir jetzt unterm Beifahrersitz ein Kühlfach. Ist das hier wirklich gekühlt oder ist das an eine Lüftung angeschlossen? Das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist eigenständig gekühlt, meine ich. Das wird eigenständig gekühlt sein, hier ist kein Lüfter dran. Ne? Ja, das ist eigentlich eigenständig. Also wenn das am Lüfter angeschlossen wäre, dann müssten da ja irgendwelche Lüftungsauslässe sein. Das war vorne drin auch nicht. Da ist kein Lüftung, auch nicht unten, kein Lüftungsauslass dran gewesen? Es ist nur umhüllt von kühler Luft, deswegen wurde das kalt. Okay. Naja, hier, hier ist auch nirgendwo in der Nähe so ein anderer kühler Auslass, deswegen sagen wir jetzt einfach mal, das ist direkt gekühlt. Die Getränke vorhin, jetzt ist der Trecker aus, vorhin waren die auch kühl, wir haben das vorhin schon einmal auf. Ansonsten haben wir hier hinten noch ein Fach. Genau. Vor allem hier Fahrzeugschein zum Beispiel, was man hier reinlegen könnte, ja. Handy. Was ganz cool ist, hier haben wir einen USB-Adapter. Und außerdem immer noch, ja, mit dem anderweitig Saft bräuchte, könnte man hier noch direkt was reinstecken. Das ist auch immer geil, wenn man dann irgendwie sein Standard-Ladekabel aus dem Haus irgendwie mitgenommen hat, was jetzt nicht direkt mit USB verbunden ist, kann man da was aufladen. Ja, ansonsten... Subwoofer schon gezeigt. Subwoofer, ja genau, der ist hier unten. Da, haben wir noch einen Hund? Da geht schon was. So, jetzt musst du aber schnell wieder ausmachen. Sonst kriegen wir Monetarisierungsprobleme. Vielleicht muss ich da was rauscutten. Mal gucken, ob YouTube rummeckert. Also hier, da können wir einmal gucken. Willst du noch mal auf das Menü gehen? Das ist so der Equalizer. So kenne ich die Bezeichnung davon. Da kann man hier Bässe hoch, runter, Mitte, Höhen. Also da kann man Balance, kannst du auch, ob du jetzt links oder rechts was haben willst und alles sowas. Wenn einem langweilig ist, kann man hier ein bisschen DJ üben. Ja. Bietet sich hier gut an. Ja. Ja, ansonsten die Armlehne, ich weiß nicht, ob das neu ist, dass man die verschieben kann. Nö, eigentlich nicht. Nee? Das konnte man bei den alten auch schon. Hier nach oben, nach unten und direkt daneben der Knopf, da kann man mal nach hinten und nach vorne, genau. Das ist geil. Vorne. Das hättest du mir mal vorher zeigen müssen, das wäre im letzten Drive wäre das gut geworden. Okay, ja. Beim nächsten Mal weiß ich es. Aber ist eigentlich immer passend eigentlich angestellt. Ja. Sitzbelüftung hat er hier auch. Sitzheizung, Sitzbelüftung. Sitzbelüftung. Achso, die waren. Jetzt habe ich sie ausgemacht. Genau. Das muss ich sagen. Also wir rennen hier gerade so ein bisschen hoch runter. Ich meine, vielleicht sieht man es auch im Gesicht. Man fängt echt an zu schwitzen hier. Und da ist so eine Sitzbelüftung auch echt genial. Gut, ansonsten, falls ihr noch mehr ins Detail von jemand anderem haben wollt, kann ich euch ihn empfehlen. Na, ich verlinke ihn mal unten. Der hat auch hier zu dem heutigen Tag ein Video gemacht und der kennt sich mit den Maschinen ganz gut aus. Könnt ihr mal reingucken.
Ja, wir gucken mal wieder hinten hin und dann setzen wir uns mal, glaube ich, als nächstes auf den Puma, dass wir mit dem Grubber hinten über das Hindernisding rüberfahren. Also bis dann. So, jetzt sind wir nämlich bei dem Gespann, dass der ebenso der neue 260er Puma mit dem dicken Anbaugerät, mit dem Grubber hier. Da vorne haben wir sowas Typisches, wie man aus verkehrsberuhigten Bereichen kennt, diese kleinen Hubbel und noch ein kleines Brett untergelegt, dass es ein bisschen mehr ist. Robby Knebel sitzt gerade drauf, der filmt auch. Ich setze mich gleich einfach dazu und dann gucken wir uns das mal an. Es gibt drei verschiedene Federungsstufen und die probieren wir alle mal aus, wenn wir damit darüber fahren. Können wir noch einmal rumgucken um das Ding. Wie schwer ist denn der Grubber? 4 Tonnen? Ja. Ja, sieht auch schwer aus. Gut, jetzt wissen wir Bescheid. 4,5 Tonnen wiegt das Ding wohl. 4,5 Tonnen. Vorne 1 Tonne drin. Wollen wir das Ding mal austesten, die neue Federung. Moin! Ich hab mir das auch dabei gefilmt, das ist ein bisschen parallel. Ja, die Wartung blenden wir mal aus hier, ne? Alles klar. Und zwar kann man den ja, falsches, auf hart, weich und mittel oder sowas schalten. Das heißt, wir gehen mal in den Traktor rein. Ich habe es eben schon bei mir auch gezeigt. Federung. Und jetzt fahren wir mit weich. Wollen wir mit weich anfangen oder mit hart? Nee, lass mal weich, mittel, hart. Weich, mittel, hart in der Reihenfolge? Ja, genau. Einmal rückwärts und dann vorwärts oder scheiß drauf? Erst rückwärts, muss ja erst rückwärts. Okay. Ja, ich meine dann rückwärts und dann mit weich auch wieder vorwärts rüber, so meine ich. Ja, yeah. Okay, gut. So, festhalten hier, wir fahren mit 15 km rückwärts rüber. Ha. Ist das mal ein Hügel gewesen, ne? Wäre jetzt mal ganz cool, so einen alten Puma als Vergleich zu haben, ne? Ich habe jetzt auf 30. Soll ich einfach mit 30 mal rüberfahren? Ja, scheiß drauf. Die haben uns gesagt, mit 20, ja, also wir haben Sonderrecht. Ja, aber der ist... Okay. Och, das war entspannt, aber... War entspannt. Man ist jetzt nicht durch die Gegend geflogen. Jetzt machen wir mal auf hart, um den krassen Unterschied gleich zu... Ah, Federung geht extrem hoch. Also wir sind jetzt auf hart. Oh, ja. Schon mehr. Vielleicht ist vorne die Achse auch hochgegangen. Warte mal. Kleiner Switch-Around auch für euch. Kameraperspektive hier drinnen, bleibt bei Hobbyknebel. Ich gehe runter, ich filme das Ganze von außen. Ja. So, den Link für seinen Channel habt ihr ja. Wenn ihr jetzt die harte Perspektive von drinnen sehen wollt, wie er durchgeschüttelt wird, guckt da mal rein. Also ich muss sagen, von außen sah das entspannt aus. So, jetzt kommt Einstellung Mittel. Gucken wir mal, wie das wird. So, denke ich, geht das aber. Ich bin ehrlich, irgendwie, also von außen optisch erkennst du keinen Unterschied. Ob jetzt mittelhart. Weich, weiß ich nicht. Habe ich nicht von außen gesehen. Ja, wie ich schon meinte, im Vergleich zu so einem alten Puma, da ist ein sehr, sehr alter Puma. Das wäre mal noch interessant. Dafür müsste man natürlich dann auch den dicken Grubber hinter haben. Ansonsten würde ich einfach nur sagen, dass das eine gute Federung ist und dass sich das entspannt rüberfahren lassen ließ. Wir haben ja 30 km/h genommen, nicht 20. Ging trotzdem top. Gib einen Daumen nach oben. Gut, da vorne ist noch der Magnum. Da gehe ich mal direkt mit euch hin. Könnt ihr auch noch mal so einen Eindruck haben, was hier so alles rumsteht. Falls euch was hierfür interessiert, müsst ihr hier mal anrufen. Das ist so der größte Trecker, der hier steht.
mit dem 8R zu vergleichen. 400 PS, Maximalleistung. Was hat denn da drauf? 710er Reifen. Gucken wir mal rauf. Ich meine, ist ja ein Ackerschlepper, ne? Aber hydraulischen Oberlenker würde ich trotzdem gerne haben. Gut, könnte man auch noch drüber argumentieren. Wann brauchst du den bei so einem dicken Trecker mal? Aber trotzdem, besser haben als brauchen. So, und hier auch das erste gleich aus der Heckscheibe auf, sonst kriege ich einen Schweißausbruch. Motorhaube. Ich muss sagen, kommt auf dem GoPro-Bildschirm jetzt gar nicht so dick rüber. 8R saß ich noch nicht drauf. Yannick meinte aber vorhin, die Motorhaube, also hätte ich jetzt auch gedacht, Motorhaube ist irgendwie deutlich höher. Man hat weniger Überblick. Hier haben wir nochmal den direkten Vergleich zu dem anderen Joystick. Hier waren ja vorher die anderen Tasten und auch das GPS-Aktivierungsding. Das haben wir hier. Ja, und ansonsten kann ich hier nicht viel zu sagen. Hier ist die richtige Maschine. Das ist die richtige Maschine. Da vorne ist noch der Optum. Da sitzt gerade einer drauf. Der hat auch einen Laptop auf dem Lenkrad. Ich weiß nicht, was er da macht. Willst du mal ein Fazit geben zu Weich und... Wir haben mit Weich angefangen. Ja, meine ich ja. Wir haben mit Weich angefangen? Nee, das war eine Frage, ne? Wir haben mit Weich angefangen. Ja. Dann auf Hart. Ich muss sagen, da habe ich den Unter... Also klar, es hat mehr geruppelt, aber ich fand den Unterschied nicht so krass wie von Hart auf Normal wieder, beziehungsweise automatische Federung. Die Vorderachsfederung war normal und die Kabinenfederung war automatisch. Und da hast du wirklich was gemerkt. Das, was gemerkt, dass er sanfter wurde. Kann auch sein, weil es jetzt die dritte Tour war, dass man dann ein bisschen besseres Gefühl für hatte. Mhm. Aber ich finde, da hat man was gemerkt. Und was man auch gesehen hat, ist, dass die Federachse wirklich pumpt die ganze Zeit. Als ich Gas gegeben habe, da hat sie sich selbst ausgeglichen. Da hast du richtig gesehen, auf was für einem Stand die Federachse war. Weil er ja neigt dazu, vorne hochzugehen. Ja. Er war auch relativ weit oben und hat sich dann runtergepumpt und andersrum genauso. Oh, ist interessant. Also wie gesagt, von außen hast du irgendwie gefühlt nichts gesehen, keinen Unterschied, das sah immer gleich aus. Naja, gut. Ich muss mit meinem Akku aufpassen, deswegen mache ich erstmal Kamera aus. Wir warten, bis hier der Tuner-Boy von seinem Optum darunter ist mit seinem Laptop und dann gucken wir da nochmal rauf. So, ich gehe jetzt doch nicht rauf. Ich habe nämlich nur noch... Ach doch, 4% habe ich noch. Das ist der Optum 300. Der wird von innen, denke ich mal, genauso sein wie der Puma. Gibt es da einen Unterschied zu dem Puma und dem Optum von innen? Nein. Nee, gut, da brauchen wir auch nicht rauf. Schönes Ding, da ist eine Nummer größer. Da macht einer eine Story. Und ja, ich beende meinen Vlog hier jetzt mit diesem Optum 300 AFS Connect. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts irgendwas komisch gesagt. Ich weiß nicht, wie man die genau alles ausdrückt. Es war mal ein bisschen was anderes hier. Das war das erste Mal, dass ich so eingeladen wurde. Und vor allen Dingen auch mit Case. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr getriggert mit irgendwelchen Fehlinformationen. Mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hier. Es war ganz cool. Wir fahren jetzt 2,5 Stunden wieder nach Hause. Und ja, jetzt geht es ganz normal weiter mit meinen Standard-Vlogs. Ich hoffe, man sieht sich da irgendwie wieder. Wir sehen uns in meinen anderen Videos. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.